Immer mehr Menschen lassen sich nach dem Tod in einer Urne beisetzen, statt im Sarg begraben. Aber wie läuft so eine Einäscherung eigentlich ab? Wir haben das Kasseler Krematorium besucht. 2070 Einäscherungen wurden dort im vergangenen Jahr vorgenommen. Tendenz steigend. Etwa 3 Stunden dauert die Verbrennung des Leichnams, der übrigens auch in einem Sarg eingeäschert wird. Am Schluss bleiben etwa 3 Kilogramm feine Asche. Der Sarg mit dem Verstorbenen wird aus der benachbarten Leichenhalle in den Ofenvorraum des Krematoriums gebracht. Auf jeden Sarg wird ein Schamottstein gelegt. Das ist ein feuerfester Stein, in den eine Nummer eingraviert ist. Er bleibt in der Asche und kommt auch in die Urne, sodass die Überreste jederzeit dem Verstorbenen zugeordnet werden können. Der Sarg wird auf Knopfdruck in den Ofen eingefahren. Darin gibt es 3 übereinanderliegende Brennräume. In den beiden oberen herrschen 700 bis 850 Grad. Durch die Hitze und die gezielte Luftzufuhr entzündet sich das Holz und der Verbrennungsvorgang beginnt. Nach etwa 1 Stunde wird eine Drehplatte am Boden der oberen Kammer geöffnet. Die Asche fällt in den darunterliegenden kleineren Brennraum. Oben kann nun ein neuer Sarg eingestellt werden. In der 2. Kammer wird die Verbrennung fortgesetzt. Nach einer weiteren Stunde wird erneut eine Drehplatte unter der 2. Kammer geöffnet. Die Überreste fallen in den 3. Brennraum in eine Auskühlwanne. Durch eine Klappe entnimmt Jochen Hupfeld, der technische Leiter des Krematoriums, die Wanne mit der Asche. Darin sind noch größere Knochenteile zu erkennen. Metallische Rückstände und Implantate werden per Hand aussortiert. Dann kommt die Asche in eine Aschemühle und wird zu feinem Staub zermahlen. Nun wird sie in die Urne, genauer gesagt die Aschekapsel, gegeben. Sie wird mit einem Metalldeckel versiegelt. Darauf sind Name, Todes- und Einäscherungsdatum graviert. Die Urne ist fertig für den Transport zum Friedhof.